Dann gingen sie zum ihr Sterbebett, wollten eine Vollmacht haben, falls sie stirbt, dass sie sozusagen das Geld nach ihrem Tod noch ziehen können. Eines Tages rief mich Bushido an, ich glaube 8 Uhr morgens, rief mich an und sagte, ich gucke so auf mein Telefon, wer ruft 8 Uhr morgens an? Ich so, hallo, assalamu alaikum, also alaikum salam. So, was ist los? Ich sag, kannst du zu mir nach Hause kommen? Oder besser gesagt, zu meiner Mutter, die hat ja genau daneben angewohnt. Ich so, was ist los? Erzähl ich dir dann. Ich so, okay. Willst du was trinken? Ich so, nein, nein, was ist los? Setz mich schön. Ja, meine Mutter wird erpresst. Ich so, wie deine Mutter wird erpresst? Dann hat sein Stiefvater so angefangen, ja. Und zwar ist komisch, weil sie hat von mir 20.000 Euro ausgeliehen. Ich dachte, sie braucht das für ein Geschäft, aber ich kenne ja Luise, wozu braucht sie 20.000 Euro? Sie hat einen Kredit genommen, dann hat sie sich wieder Geld ausgeliehen von ihnen und irgendwann ist es dann auffällig geworden und hat er Bushido angerufen und hat gesagt, was mit deiner Mutter los ist. Bushido wusste es nicht, dann haben sie, dann hat Serjan und der Stiefvater sie zur Rede gestellt und dann hat sie erzählt, dass sie von Rumänen erpresst wird. Ist so, okay. Dann hat Bushido gesagt, ja, ich habe es auch jetzt erst erfahren. Ist okay, weil uns hat es gewundert, warum hat sie nie Bushido nach Geld gefolgt. Dann meinte ich, aber kennst ich, du... Ich glaube, das wäre halt auch fällig geworden, ne? Weil, Digga, du brauchst nie 20.000 Euro und auf einmal willst du 20.000 Euro haben, Digga. Das ist schon so, ne? Das wäre schon sehr auffällig. Deswegen, glaube ich, hat sie nicht gefragt, ne? Dann meinte ich, kennst du die Rumänen? Also ja. Da habe ich mir so immer gesagt, okay, wenn du die kennst. Also ich habe mit mir selber in dem Moment geredet, wenn er sie kennt, dann fragte ich ihn, weißt du auch, wo die wohnen? Also ja, krass. Erzählt er mir dann weiter, ja, weißt du, was sie alles gemacht haben, was sie machen wollten? Sie haben meine Mutter über 70 oder knapp 70.000, irgendwann 67 oder 77.000 erpresst. Und weißt du, was sie machen wollten? Sie lag im Sterbebett. Dann gingen sie zum ihr Sterbebett, wollten eine Vollmacht haben, falls sie stirbt, dass sie sozusagen das Geld nach ihrem Tod noch ziehen können. Wow. Sag ich so, da, also war, ich war so ein bisschen perplex. Ich gucke ihn an, ich gucke seinen Bruder an, ich gucke seinen Stiefvater. Ich meine, wenn ihr das alles wisst, warum rufen sie mich an? Also ich will ja nicht zur Gewalt rufen, aber wenn jemand meine Mutter, Rahmatullah Aleyha, damals erpresst hätte, dann wüsste ich, was ich mache, ohne Wenn und Aber. Bei dem ist das klar. Digga, ihr versteht ja, das ganz, nicht. Ja, ja, ganz klares Ding, Digga. Ganz andere Mentalität als Bushido. Ne? Also ein jeder Arafat, ist auch anders. Ne? Ein Arafat weiß, was er in dieser Situation zu machen hat, Digga. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, was in dieser Situation macht. Alle Wege und Mittel aktivieren, Digga, und die Leute auslöschen. Ganz einfach. Guckt euch nochmal an, wie ernst er das sagt, Digga. Ja, kein Reden, nix. Warum rufen sie mich an? Also ich will ja nicht zur Gewalt rufen, aber wenn jemand meine Mutter, Rahmatullah Aleyha, damals erpresst hätte, dann wüsste ich, was ich mache. Ohne Wenn und Aber. Dann fragte ich mich, okay, aber warum zieht er jetzt sich mit seinem Bruder und lässt Gerechtigkeit? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich vergaß was. Wir haben sie auch angerufen. Genau so. Und dann kam seine Mutter, kam nur später. Kam rein, sie wusste von nichts, dass wir irgendwas wissen. Dann kam sie rein, ah, hallo, grüß dich und bla bla bla, umarmt und gegrüßt und so. Eigentlich so, sah so voll fröhlich aus oder hat es nur so gespielt. Was wollt ihr essen? Soll ich euch Frühstück machen? War ja morgens. Ich so, Tante, nein, nein, wir wollen nichts essen. Setz dich hin. Nein, nein, ich mach schnell Tee oder Kaffee. Was willst du? Ich meine, Tante, bitte, setz dich mal kurz hin. Wir wissen Bescheid. Wie, was? Setz dich doch mal hin, wir wissen Bescheid, du wurdest erpresst. Auf einmal, sie fängt an in Tränen. Bitte nicht, egal. Sie sollen das Geld kriegen. Die haben mir gesagt, sie wollen euch töten, sie wollen meinen Sohn töten, sie wollen den anderen töten. Uff, 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 uff. Wen wollen sie töten, habe ich mir gesagt. Dann meinte ich zu ihnen, wer sind sie denn? Ich wusste ja nicht. Ja, das war eine, also die Familie einer Frau, die bei ihr mal im Bäcker gearbeitet hat. Ich so, okay. Und warum erpressen sie dich denn? Fingen sie an zu weinen und dann klingelte ihr Telefon wieder. Ich meine, wer ist das? Er meint, ja, nein, niemand und so. Man hat so gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Ja. Tante Luise, kannst du mir bitte das Telefon geben? War so ein altes Nokia. Sie gibt mir das Telefon. Da steht drin, wann treffen wir uns? Wann kommt das Geld? Wann? So SMSen. Ich gucke sie so an. Mein Herz, ich schwöre dir, ich bin fast so... Ich habe sie dann in dem Moment so, Alter, stell dir mal vor, das war meine Mutter. Da habe ich Bushido gesagt, weißt du, wo sie wohnt? Weißt du, wo die wohnt? Also ja, das hat das Papier. Nein, bitte nicht. Ist so, tu mir einen Gefallen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Es wird gut. Zeig mir, wo die wohnt. Digga, wenn Arafat dir sein Wort gibt, dass alles gut wird, dann wird auch alles gut. 100%. Ihr versteht das, glaube ich. Er ist kein Bushido, Digga. Das ist der Unterschied zwischen denen. Der hat ihr garantiert, egal, die erpresst nicht, die wollen uns umbringen. Alles gut. Das wird alles Man gut. Man weiß ja auch, Arafat, Digga, damals war auf jeden Fall sehr wild auf den Streets unterwegs. Ne? Und der hatte schon einen Namen, Digga. Ist so, tu mir einen Gefallen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Es wird gut. Zeig aber das mir, ist krass. Stimmt das Telefon? Aber ist das ist wirklich krass, Digga. Ja, also die wollten eine Vollmacht haben, Digga, bevor die stirbt und so, Alter. Ja. Diese Leute, Bruder, die gehen ehrlich über Leichen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Es wird gut.
zeig mir, wo die wohnen. Ich nehme das Telefon. Ich so, ich nehme dein Telefon, weil der Kontakt durch SMS. Dann habe ich geschrieben, ja, wann? Ich habe so getan, ob alles cool ist. Habe mit dir weitergeschrieben. Wann? Ja, dann, okay, alles klar. Vergiss nicht, das Geld mitbringen. Nein, ich bringe das Geld mit. Ich habe es jetzt, alles gut. Die ganze Zeit so hin und her geschrieben. Irgendwann, wir steigen ins Auto. Dann sage ich zu Bushido, fahr mich mal kurz nach Hause. Also, warum? Alter. Ich gucke mir so an, wie, warum? Wir reden mal Tacheles jetzt, ja? Dann lass mich irgendwas über meinen Kopf ziehen, irgendwas. Wie, warum soll ich einfach so reingehen? Dann kann ich mich ja gleich stellen. Ah, okay. Fahren nach Hause von Marienfelde Richtung Neukölln. Ich habe in der Kopfstraße gelebt. Was, wie der Zufall es will. Wen treffen wir? Auf dem Weg, Hermannstraße. Faisal. Ey, du bist ja hier, ja. Steig ein. Warum? Steig ein. Die perfekten Leute, Digga. Ey, da wie der Zufall es will. Wer Faisal nicht kennt, Digga, checkt ihn auf jeden Fall ab. Auf YouTube gibt es ein sehr interessantes Gespräch zwischen ihm und Arafat. Ist auch ein ganz wilder Typ, ne? Den treffen wir auf dem Weg, Hermannstraße. Faisal. Ey, du bist ja hier, ja. Steig ein. Warum? Steig ein. Eigentlich ging um die Ecke zu mir nach Hause. Ich bin hochgegangen. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ich hatte gar keine Maske. Nichts. Ich hatte so eine, kennt ihr diese Imam-Mützen? Die hatte ich. Egal, habe ich genommen, weißt du was, scheiß drauf, Alter, wir sind im Recht, was, die wollten ihre Mutter, seine Mutter so fast eigentlich umbringen, töten. Wir fahren hin, er packt das Auto, sind wir hingefahren, wir haben geklingelt, ich glaube, das war 9 oder 9:30, so unten im Dreh, wir haben geklingelt, Tür ging auf, ich bin vorgelaufen, Bushido ist nachgelaufen, Faisal ist nachgelaufen. Kennt ihr das so wie bei den Arabern, wenn jemand klingelt, die Tür ist offen? So war es bei denen auch. Die Tür war offen, wir gehen rein, links war so eine Küche, da waren so 3 Männer und 2 Frauen, glaube ich. Aber die haben sich unterhalten, haben geraubt. Wir sind reingegangen, die haben uns wirklich, also wir sind reingekommen, keiner hat uns Beachtung geschenkt. So, drehen um, die Tür geht zu, er sagt, weißt du, schließ ab, er hat abgeschlossen, die Schlüssel in der Tasche. Ich so, was machst du da? Ich so, wie, was machen wir da? Soll jemand abhauen? Also, okay, alles klar.